Es gibt mehr als 100 Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum. Und schon jede kleine Galaxie enthält etwa eine Milliarde Sterne. Und eine große Galaxie mehr als eine Billion. Viele dieser Sterne haben Planeten. Und viele dieser Planeten haben Satelliten. All diese Himmelskörper folgen seit Äonen ihren genau berechneten Bahnen. Sterne, Planeten und Satelliten rotieren um ihre eigene Achse und sie drehen sich zusammen mit dem System, dessen Teil sie sind. Das Universum funktioniert nach einer bestimmten Ordnung, genau wie die Räder einer Fabrik. Die Bahnen der Himmelskörper basieren auf extrem feinen Abstimmungen. Schon die geringste Abweichung von ihren Bahnen können dramatische Konsequenzen haben, was zum Ende des gesamten Systems führen könnte. Die Konsequenzen einer Bahnabweichung der Erde von nur 3 mm würde zum Beispiel so beschrieben. Während die Erde um die Sonne kreist, folgt sie einer Bahn, die nur alle 18 Meilen um 2,8 mm von einem direkten Kurs abweicht. Die Umlaufbahn der Erde ändert sich nie, denn schon eine Abweichung von 3 mm hätte schwere Katastrophen zur Folge. Betrüge die Abweichung 2,5 mm anstatt 2,8 mm, dann wäre die Umlaufbahn sehr groß und wir würden alle erfrieren. Betrüge die Umlaufbahn 3,1 mm, so würden wir alle zu Tode geröstet. Diese Fakten wurden erst im 20. Jahrhundert durch die astronomische Forschung entdeckt. Doch es wurde bereits vor 1400 Jahren im Koran offenbart, dass die Himmelskörper sich auf genau abgestimmten Bahnen bewegen. Beim Himmel mit seinen Sternfahrten. Ein anderer Vers sagt uns: Und er ist es, der die Nacht erschuf und den Tag, die Sonne und den Mond. Jeder schwebt auf seiner sphärischen Bahn. Den Berechnungen der Astronomen zufolge bewegt sich die Sonne auf einer Solar Apex genannten Bahn und folgt dem Stern Vega. Genauso offenbart es der Koran. Und die Sonne läuft zielstrebig auf ihrer Bahn. Zur Zeit der Offenbarung des Koran besaß die Menschheit definitiv keine Teleskope, mit denen man den Weltraum hätte beobachten können. Millionen Kilometer entfernt, keine Observationstechnologie und nicht die modernen Wissenschaften der Physik und Astronomie. Deswegen war es unmöglich, zu jener Zeit wissenschaftlich festzustellen, dass es im Weltraum Umlaufbahnen gibt. Doch diese Tatsache wurde klar im Koran erwähnt, der der Menschheit zu dieser Zeit herabgesandt wurde. Denn der Koran ist das Wort Allahs. Bei dem Sternenhimmel und seiner Wiederkehr.
Das Wort Rajsh, übersetzt als Wiederkehr in der Übersetzung des Koran, hat die Bedeutung zurücksenden oder zurückkehren. Dies weist auf eine wichtige wissenschaftliche Tatsache hin. Die Erde umgebende Atmosphäre besteht aus vielen Schichten. Jede Schicht dient einem wichtigen Zweck zum Schutz des Lebens auf der Erde. Die Schichten haben die Funktion, Materie und Strahlungen aus dem Weltraum entweder in diesen zurückzuschicken oder sie zur Erde durchzulassen. Zum Beispiel ermöglicht es die 13 bis 15 Kilometer über der Erde befindliche Troposphäre, dass der von der Erdoberfläche aufsteigende Wasserdampf kondensieren und als Regen zur Erde zurückfallen kann. Die unterste Schicht der Stratosphäre in einer Höhe von 25 Kilometern reflektiert aus dem Weltraum kommende schädliche Strahlungen. Die Ionosphäre reflektiert von der Erde ausgestrahlte Radiowellen zurück in die verschiedenen Teile der Welt, wie ein passiver Kommunikationssatellit. Dies ermöglicht die drahtlose Kommunikation der Radio- und Fernsehsendungen über weite Entfernungen. Die Magnetosphäre reflektiert die von der Sonne und anderen Sternen ausgesandte radioaktive Strahlungen zurück in den Weltraum, so dass sie die Erde nicht erreichen können. Die Tatsache, dass diese Eigenschaften der Atmosphäre erst in jüngster Vergangenheit gezeigt werden konnten, wurde jedoch Jahrhunderte zuvor im Koran beschrieben. Dies zeigt erneut, dass der Koran Allahs Wort ist. Wolken machen auf das bloße Auge den Eindruck, sie seien lediglich große Dampfansammlungen, die in der Luft schwebten. Doch ihr Gewicht kann erstaunliche Werte annehmen. Eine Cumulus Nimbus Wolke zum Beispiel, besser bekannt als Gewitterwolke, kann über 300.000 Tonnen Wasser enthalten. Die Tatsache, dass eine Masse von 300.000 Tonnen Wasser freischweben kann, ist wirklich erstaunlich. Doch schon der Koran lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Gewicht der Wolken. Er ist es, der die Winde als Verheißung seiner Barmherzigkeit voraussendet, bis, wenn sie schwere Wolken tragen, wir sie zu einem toten Land treiben und Wasser darauf niedersenden, womit wir allerlei Früchte hervorbringen. Zu der Zeit, als der Koran offenbart wurde, war es selbstverständlich unmöglich, irgendeine Kenntnis über das Gewicht der Wolken zu besitzen. Diese im Koran offenbarte Information ist ein weiterer Beweis, dass der Koran das Wort Allahs ist. In einem Bienenvolk, wo jeder der vielen Bienen eine spezielle Aufgabe hat, ist die männliche Honigbiene die einzige Ausnahme. Die Menschen tragen nichts bei zur Reinigung des Stockes, zur Nahrungssuche oder zur Waben- und Honigproduktion. Die einzige Funktion der männlichen Biene ist es, die Bienenkönigin zu befruchten. Die Menschen besitzen nahezu keine Eigenschaft der Bienenweibchen.